So, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und wir sind an altbekannter Stelle. Bin ich wieder hier. Und wir gehen jetzt diese Straße entlang. Und dann muss es hier irgendwie abgehen oder hier wahrscheinlich. Da kommen wir zu einem Minenschacht. Und dieser wiederum bringt uns zur Küstenstraße. Ich habe alles einstecken, was wir brauchen. Sogar zwei Laternen dabei, dass wir die ganze Zeit Licht haben da im Tunnel. Ich gehe jetzt mal nicht die Straße lang. Ich kann eh nichts mehr mitnehmen. Ich bin voll. Wir müssen der Straße folgen. Habe ich die Holzkohle dabei? Ja. Ja, der Weg hierher zurück war ganz, ja, relativ angenehm. Geschneit. Ich musste einen Wolf verscheuchen, aber ansonsten war ja, das ist in Ordnung. Das hier ist die Straße. Okay, wir sind hier, also wir müssen noch ein ganzes Stück laufen. Ich hatte ja noch Essen zurückgelassen da in diesem Geschäft. Das habe ich jetzt mitgenommen, mir einverleibt. Je nachdem. Kurzum, wir sind frisch gestärkt. Sachen sind alle repariert. Und wenn alles gut läuft, schaffen wir heute die vorletzte Region. Dann ist das auch die vorletzte Folge erstmal zu dem Long Dark. Hier geht es jetzt von der Straße ab. Ja, na dann würde ich sagen, folgen wir dem hier mal. Mein Road. Naja, da wollen wir doch hin. Da hinten ist schon eine Höhle. Schon die Mine, da ist ein Wolf. Luischen. Schauen wir mal. Ich glaube es fast nicht. Ganz normale Höhle. Hier. Jetzt mal Limo drin. Sonst nix. Okay. Da.
Das sieht doch gut aus. Die leer oder? Oh, ein Patron. Ich jetzt aber nicht Kohle. Dann schauen wir mal. Kannst jede Ecke angucken, ich habe genug Licht dabei. Gucken wir mal, was hier noch so ist, außer den Patronen. Müsste ja dann hier sein, ne? Ist cool. This stuff will come in handy. Oje. Komm hier runter, komm hier raus. Nee. Doch. Okay. Das ist immer 30 Gramm. So, für die nächsten Reisen sind. Ich habe noch eine voll aufgeladene Küstenstraße. Okay. Schauen wir doch mal, wo wir hier rausgekommen sind. Da. Okay. Fischerhütte und die Quonset-Garage. Huch. Ich glaube, dann gucke ich jetzt erstmal auf meiner Karte, wo es sinnvoll ist, zuerst hinzugehen. Weil in eine von den beiden Richtungen müssen wir dann weiter. Zum trostlosen Gedöns-Marschland oder so. Ja, da gucke ich jetzt gerade mal schnell. Sekündchen. Okay, wir gehen zuerst zum Anglerlager. Weil Richtung Quonset werden wir die Map dann verlassen. Aber hier geht's wieder hoch. Hier wollen wir nicht, wir müssen runter. Das ist dumm, was ich hier mache, aber keine Lust, jetzt außen rum zu laufen. Also man kann ja schon so ein bisschen, ne, aber wird dann mit sehr viel Geduld rangehen. Ah. Tag.
Ja, geh du mal noch ein Stück weiter. Genau. So, dann siehst du mich zumindest nicht. Dieser Boy. Looks like this has been here a while. Macht düste. Ach so. Okay, nee, dann das wollen wir tatsächlich nicht mehr. Hier die Straße weiter. Zur Not habe ich ja noch die Gitarre. So, hier gibt es auch wieder sehr viele Fischerhütten. Richtig schön angeln. Kann man es richtig gut aushalten an der Küstenstraße. So, und ich hoffe, das ist einer von denen hier. I think I can use this. Okay, sie mischt. Das ist wahrscheinlich die da. Da ist ein Computer. Best be prepared for anything. Ja, 17%. Ja, das muss man jetzt nicht mehr. Die sind gefährlich. So, na dann warten wir auf die Nacht. Ich packe jetzt hier nicht groß aus. Das bringt in meinen Augen nicht viel. Wir können mal Tomatensüppchen trinken. Schön kalt. Ja, schade, dass ich keine Lernbücher groß gefunden habe. Die sind für so eine Wartesessions immer ganz praktisch. Geht leider nicht. Das bedeutet, es gibt keinen Strom. Nee. Mal die Leitlampe an. Nö. Nun gut. Dann gehe ich ein bisschen angeln und dann sehen wir uns in der nächsten Nacht. Die Tür schließt. Vielleicht nehme ich gerne auch mal einen Bär rum, deswegen gucke ich hier immer rum.
Und hier ist eine Tür drin, das ist super. So. Dann werde ich mal fröhlich angeln hier. Ein bisschen aufräumen. I'll take it. Nee, brauchen wir nicht. Und die Streichhölzer. Oh ja. Alles klar. Kilo. Oh. Oh, jetzt bin ich extra in der Nacht zurückgelaufen, aber leider haben wir kein Glück. Computer ist aus. Computer sagt nein. Okay. Zumindest habe ich jetzt ein bisschen was zu essen. Oh, es bitzelt. Juhu. Was? Ich habe heute massig Leinen ausgeworfen und tatsächlich ein schönes Ergebnis erreicht. Nachrichten von Fischern. So, jetzt nochmal unseren Riesenfisch. Dann schlafen wir nochmal. Und dann ziehen wir weiter zur Concept-Garage. Dort lässt sich es wesentlich besser mal ein, zwei Nächte aushalten. Da kann man drinnen Feuer machen, Wasser kochen, solche Geschichten. Das ist nicht mehr allzu viel. Vielleicht machen wir einen kurzen Zwischenstopp in der Fischerhütte und machen nochmal Wasser. Schön. Bestes Reisewetter. So, brauchen wir bloß 2 Stunden. Und vielleicht geht ja der Nebel weg. Oder wir kriegen einen Blizzard. Kann ich auch sein. So viele brauchen wir nicht. So. Aha. So, wir müssen jetzt im Prinzip einmal quer hier über den See. Das macht man möglichst nah an den Hirschen. Da wo Hirsche sind, sind keine Bären oder Wölfe. Also zumindest keine Wölfe. Ich weiß nicht, ob die sich mit Bären... Ich denke eher nicht. Hinten gibt es so ein paar Inseln. Da steht immer ein Haus drauf. Die gebe ich jetzt aber nicht ab, weil ich nichts zu looten brauche. Ich bin wirklich sehr gut ausgestattet. Eigentlich brauchen wir nur Essen. Alles andere. Haben wir am Start. Da sind noch mal so ein paar Fischerhütten. Da laufen wir auch vorbei. Jetzt Fokus, Ende, die Mission zu beenden. Und jetzt noch insgesamt 3 Computer.
Haunted Garage und dann noch die zwei quasi auf der nächsten Map. Und dann zu schneien. Ich mag sich das gar nicht vorstellen, Mutterseelen allein in so einer Umgebung. Eisige Kälte. Da oben ist so ein Funkturm, da könnte man auch Revier beziehen. Da muss man mal so weit laufen für Holz. Das war gut. Aber wir haben es fast. Vorne. Rückenwind. Weil die Temperatur steigt. Okay. Interessant. Hier könnte es auch gerne mal einen Bären geben. Muss man aufpassen. Da ist sie, die Garage. Schnell hin. So, wow. Essen ist zum Umfallen. Ist wahrscheinlich die Hälfte schlecht, aber... Wuhu. Machen wir mal Licht an. Ja, trinken, essen, Wasser. Nein, lass an. Brauchen wir nicht. Was ist immer mit ihrem Energy Drink? Mhm. Nochmal ein Revolver. Was wir jetzt auch hier haben wir ja schon. I think I can use this. Ich sortiere dann immer aus, was nicht mehr so gut ist, das tue ich weg. And this pack is getting kind of heavy. Ja, ja. Schon geguckt, was? Achso, da habe ich was drin gelassen, diese komischen Stiefel, die so schwer sind, die nicht wirklich warm. Da ist noch eine Lampe. Brecheisen. Da hinten ist nochmal ein Schleifstein. Okay, dann heißt es wieder warten auf die Nacht. Und vielleicht ein bisschen Wasser kochen. Ständig aufeinanderfolgende Nächte sind wohl vorbei. Schlafen trotzdem mal nur vorsichtig. Sicherheitshalber. Nein. Okay, ich würde dann einfach die Häuser, die hier draußen sind, looten gehen. Ich erstmal ein bisschen Platz machen. So. Ja, dann hole ich euch dazu, wenn es wieder dunkel wird. Bis denn. Es ist soweit. Die Lichter leuchten. Ich die Taschenlampe noch einstecken. Guck mal, kann ich das ja mal zeigen, wie ich die hier noch habe irgendwo. Hier.
Tada! Licht! Das ist schon cool. Aber die Batterien laden sich halt nur auf, wenn so Strom ist. Die gehen jetzt nicht raus, weil da war zuletzt ein Bär. Sind die auch nur deswegen hier? Tada! Okay. Naja, es geht halt hier um diese Lieferschwierigkeiten, ne? Was war das? Was habe ich gerade bekommen? Also wir haben halt jetzt, ne? Ja, einen weiteren Ort, aber dieses Symbol habe ich noch nie gesehen. Okay, ach so, genau. Okay, Lieben. Ich würde die Folge an der Stelle beenden. Wir haben unser Ziel erreicht. Wetter hat diesmal super mitgespielt. In der nächsten Folge werden wir noch einmal die Region wechseln. Dort sind auch nochmal 2 Punkte zu erreichen. Und dann haben wir den Archivaren abgeschlossen. Ja. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, weil es ist letztlich immer wieder das Gleiche. Die Reise zum Wolfsberg, die war super spannend, fand ich. Ja, und jetzt schlafe ich hier erstmal eine Runde und dann gehen wir in der nächsten Folge in die nächste Region und sehen uns da die noch verbleibenden 2 Computer an. Also dann, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Bye, bye.